Sicilia mia. Glück im Unglück. Der Peter Baumgartner, der grosse Bruder von Jakob Baumgartner, habe ich unsinnig gut mögen. Habe ihn regelmässig besucht in seiner Firma in der Intertape zu Mullis, wo er zusammen mit dem Louis Bischof geführt hat. Bin so ein bisschen rumgestrielt. Ich habe dort ein bisschen geschaut, was er macht und auch immer ein bisschen das Auge drauf gerichtet, ob er echt ein bisschen Arbeit für mich hat. Und tatsächlich ist er einmal auf einen Vorschlag von mir aufgekumpelt. Asterix und Obelix als Mundart-Hörspiel. Yeah! So ist meine erste grosse Produktion als selbstständiger Werbender geboren gewesen. Wenn er will, habe ich angefangen zu organisieren. Schließlich hat das Ding 5 Hauptdarsteller und noch etwa 10 Nebenrollen. Für die Hauptdarsteller habe ich nach langem Hin und Her telefonieren Crème de la Crème von den damaligen Schweizer Sprechern organisieren. Nehmen wir wenig keine, weil die Geschichte hat kein schönes Ende gehabt. Voller Stolz habe ich den ersten Aufnahmetag fixiert. Putzt und gestriegelt sind Saterabend. Die 2 Damen und die 3 Herren. Auf Klarus, Burgstrasse 18, in mein Tonstudio mit dem Kachelofen. So am Rand erwähnt, ich habe ja zwar schon jene Menge Werbespots produziert, doch mit 5 Leuten gleichzeitig ein Hörspiel aufnehmen. Ich selber auch da noch den Obelix sprechen. Maschinen bedienen, Kaffee trinken und Dessert servieren. So etwas habe ich noch nicht gemacht. Aber es ist gar nicht so weit gekommen. Auf meinem kleinen Studiotischli, neben dem Sofa und dem Kachelofen, habe ich Kaffee, Tee, Mineral und Glarnerpastete für die noble Brut aus Zürich auf die Tische gehabt. Alles ist sehr freundlich verlaufen, ohne Stress, weil alle haben gewusst, was für einen Job auf sie wartet, dass sie den Text schon seit Tagen zum Vorbereiten die Heike haben. Plötzlich ist aus dieser gemütlichen Runde ein Wildbach geworden, der überbordet ist. Peter, findest du nicht auch, dass es eigentlich völlig unnötig ist, Asterix und Obelix als Hörspiel auf Mundart zu produzieren? Ich habe gemeint, ich hätte vor lauter Nervöse einen Hörsturz gehabt und darum nicht richtig verstanden, was der Typ da rausschaut. Doch, als ich gemerkt habe, dass die Diskussion handfeste Formen annimmt und die Damen und Herren Schauspieler wirklich wollen von ihrem Job zurücktreten, habe ich feuchte Hände bekommen. Schließlich habe ich einen ziemlich straffen Produktionsplan gehabt, den ich einhalten musste. Und wenn die 5 Hauptfiguren jetzt plötzlich aussteigen, wo und vor allem wie schnell würde ich einen Ersatz finden? Da hat sich in mir aber 0, plötzlich eine Restkraft vom inneren Ätna-Vulkan zusammengebraut und ohne Filter hat sich meine Lava in Form von einem lauten Referat über den Studiotisch neben dem Kachelofen über Pasteten zu den Ohren der 5 Schauspieler ergossen. Stopp! Habe ich regelrecht geschreit. Vielleicht mehr aus Verzweiflung als aus Wut. Dann verstehe ich euch richtig. Ihr habt beschlossen, meine Produktion zu boykottieren. Einer von diesen Zuhörern hat noch anfangen argumentieren, warum, wie, wo und dann bin ich aber schroff übers Maul gefahren. Stopp! Nicht! Ich brauche keine Erklärungen. Muss ich aber sagen, ich bin masslos enttäuscht von Profis, die sich so stümperhaft und dreckig benehmen. Weil ich hoffe, es ist euch bewusst, in welche Teufelsküche ihr mich bringt, wenn ihr absagt und ich die Produktion, die ich so termingerecht in einem Monat abliefere, heute muss von Grund auf neu konzipieren und organisieren. Okay, ich sehe es eurem hämischen Lächeln an, dass euch das nicht bewusst ist. Und ihr lieber auf eure Gage verzichtet, als dass jetzt Klaris hinten eine Produktion stuhlt, wo der Zürcher Hörspielgang könnte Konkurrenz werden. Könnt ihr euch vorstellen, wie sie mir reingebrudelt hat? Nicht nur aus Verzweiflung, dass ich ein extremes Terminpuff bekomme, nein! Ich habe fieberhaft nach einem Ausweg gesucht, um meinen Berufsstolz wenigstens ein bisschen noch zu retten. Dann mache ich etwas, wo ich mich heute für euch entdorfeigen. Aber in dem Moment hat es mir geholfen.
Ich habe mich da unsinnig zusammengenommen, um sehr ruhig wirken, wo ich meine Rede vorgesetzt habe. Selbstverständlich akzeptiere ich eure Entscheidung. Doch eins müssen wir geben. Bevor ihr aussteigt, müsst ihr mir noch eine Vereinbarung unterschreiben. Ich bin aufgestanden, bin ins Büro nebendran und habe blind vor Wut angefangen, in meine Schreibmaschine hineinhauen. Hiermit erklärt der unterzeichnete Sprecher, Sprecherin XY, nie mehr in einer Produktion von Salvo mitzuwirken. Dafür erhalte ich einen einmaligen Betrag von Franken 500 Cash ausbezahlt. Leider war niemand von meinen im Raum, wo ich sagen konnte, hey, spinnst du eigentlich? Fünfmal habe ich den Fackel kopiert, von den Anwesenden unterschrieben lassen, auszahlt und tschüss. Weg sind sie, meine Crème de la Crème-Sprecher aus Zürich. Ich will jetzt gar nicht denken, was ihr denkt. Für mich hat es gestimmt in dem Moment. Und nur so hat sich der Lavastrom aus meinem Bauch beruhigt. Ich habe gar keine Zeit gehabt, um lange darüber zu studieren, weil ich selber auf Zürich ein Werbespruch singen. Und dort habe ich erfahren, dass das Sprichwort «Glück im Unglück» wirklich existiert. Nach dem Unglück zu Claris hatte ich das Glück, in Zürich im Studio den Rudi Rauch kennenzulernen. Der Rudi Rauch, für mich die Stimme Zürichs, wenn nicht sogar von der ganzen deutschsprachigen Werbeszene. In einer Pause hat er bemerkt, dass ich ziemlich niedergeschlagen war und darum haut er mich an. Hey Salvo, wo drückt die Schuhe? Ich habe ihm in kurzer Ohr geschildert, was mir als Hörspiel-Produktions-Greenhorn am Morgen passiert ist. Und er, anstatt Mitleid mit mir an, hat sich krümmt vor Lachen, was ich am Anfang nicht so verstanden habe. Kurz darauf hat er sich entschuldigt und gesagt, los, du weißt aber, dass du bei denen gerade in die Zürcher Sprecher-Mafia reingestochen hast. Natürlich habe ich müssen sagen, nein, habe ich nicht gewusst. Komm, weißt du was, vergiss das. Ich helfe dir. Ich liebe nämlich Asterix und Obelix. Das Ding machen wir, ich helfe dir dabei. Schwupps hat es gemacht und aus dem Unglück ist ein Glück entstanden und mein Lavastrom hat sich in eine fliessende Liebesfreude verwandelt. Nach einem Monat habe ich Peter Baumgartner, das Master von der Produktion Asterix und Obelix auf Mundart, in die Hand gedrückt. Halleluja! Halleluja, Rudi! Halleluja allen denen, die in dieser für meine damalige Verhältnis Riesenproduktion mitgewirkt haben. Der Rudi und ich sind ab dann liebe Freunde geworden zueinander. Schliesslich haben wir uns auf verschiedenen Gebieten sehr gut verstanden. Vor allem zum Beispiel auf dem Gebiet, was schöne Frauen betrifft. Er hat mir auch ein grosses Geschenk gemacht, wo er mir eine Rolle in der schweizerdeutschen Fassung vom Stuart Little gegeben hat. Ich durfte dort den Fake Father vom Stuart spielen. Danke, Rudi. Musik, du bist das Grösste, für mich kann.